Herzlich willkommen zurück zu Sweat Learning Online. Danke fürs Einschalten. Und es geht weiter hier in Buhnrasses Wiese auf dem Nordstädtinger Hof, wo wir gerade den Markt vorbereiten. Und ja, das Folge sind wir in Everdam angekommen, da wir noch ein paar Kleinigkeiten pre-erledigt haben. Und Quest ist da jetzt Folge Everdam, wo wir uns jetzt in den nächsten Folgen aufhalten werden. Wie bereits vorher erwähnt, mein Liebesgebiet, Helgoland. Zumindest von denen, die ich kenne. Ich kenne aber nicht alle. So, also brauchen wir noch einen Huhn, aber wir gehen erstmal kurz noch mit der Rosa, weil wir da für die Eier gesammelt haben. Seid gegrüßt. Dann möchte ich die Anzahl ausgleichen. Jetzt fehlt nur noch Butter. Ihr da. Butter besorgen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Jetzt brauche ich noch Butter. Das will ich zutat überhaupt. Damit bindet man das Mehl in der Kruste, verdickt die Marmelade in der Füllung und verfeinert den Eisschnee. Eischnee. Um Butter herzustellen, müsst ihr erst Kühe melken. Sobald genug Milch hat, geht man zu Butterfass und Butter ziehen. Das kann etwas dauern, aber man merkt, dass sie fertig wird, sobald sie eindickt. Die Kühe stehen auf einem Hof östlich von hier. Das Butterfass ist nicht weit von ihnen entfernt. Melkt die Kühe. Ein wundervoller Tag. Kleine Nimes sind die Hühner herumlaufen, versuchen alle Körner zu erwischen, die sie ihnen hinwerfen. Guten Tag. Dürfte ich kurz für die Schweine. Jetzt sind alle Hühner im Stall und wir können uns das nächste Tier auf unsere Liste kümmern. Die Schweine. Die Schweine sind nicht weggelaufen. Sie hatten die Gelegenheit, aber dann hätten sie ja nicht mehr vor der Gegend herumliegen können. Seit dem Sturm ist der Boden ein wenig ausgetrocknet und im Schweinegehege staubt es gehörig. Hier findet es putzig, die Schweine beim Suhlen im Schlappe zu sehen und ihnen gefällt es auch. Am Teich liegt ein Eimer, holt ihn, schüttet mehrere Eimer voll Wasser ins Schweinegehege, damit der Boden schnell matschig wird. Bringt drei Schweine zum Suhlen. So, erstmal die Kühe melken. Von Nutzen, ja. So, Butter die Milch. Nee, der Teich ist die Frage, das weiß ich gerade nicht mehr. Naja, komm, wir gehen jetzt, bringen jetzt mal die Butter zurück. Wie ist das Werte? Und Leute, die frieren die Butter besser, wenn die Pasteten, dann wollen wir es mal in den Ofen schieben. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stellen? Ich glaube, das sind die besten Pasteten, die ich je gemacht habe. Die Kruste ist schön leicht, die Füllung dick und sie duften einfach köstlich. Ich will sie schnell zum Marktgelände bringen, bevor die anderen vom Hof hierher kommen und sie auffuttern. Tut mir einen Gefallen, legt die Pasteten auf die Tische. Sagt euch aber nur zu Dinge, dass die Pasteten fertig sind. Ihr habt mir sehr geholfen. Jo. So, laut dem Markham ist da unten irgendwo der Teilzahn. Frage, wo war der nochmal? Der Eimer. Komm, dann gehen wir erstmal mit dem Langfusch kurz die Quests ab. Guten Tag. Ja, schön sauber und viel mit eingelagert. Das heißt, wir können uns um andere Bereiche kümmern, die es nötig haben. Guten Tag. Ein Kraut hier. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ich werde jetzt aber das Feld aufgeräumt. Jetzt möchte ich, dass das Merkgelände so in Ordnung ist. Die Anordnung der Tische und Stelle passt. Ich hatte aber noch keine Zeit, Ecken aufzuräumen. Im Sommer ist dort jede Menge Unkraut gewachsen. Wenn ihr für mich jäten könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Das Merkgelände doch gleich viel schöner aus.
Ah, die Wege sind alle erleuchtet. Gut, wenn ich nach dem Nachtisch am Weg die Beine vertreten will, hätte ich nichts mehr zu befürchten. Das ist der Täusch. Ich hab der Teich gemeint ist. Da ist kein Eimer. Na komm, dann platzieren wir es mal. Was ein Hitbox. Da ist er. Kann so, ich was wir bei Seten typisch an ihrem Subtil. Da sind wir bereit für den Baumarkt. Einen Moment. Du suchst für frische Pfeifenkraut, fast so wie der frisch gebackene Pasteten. Aber nur fast. So, haben wir zwei bei ihrem Problem geholfen. Gerald Tiefloch haben wir jetzt bald auch, wenn wir den Teich finden, wo ich gar nicht mal weiß, wo der war. Na egal, gehen wir kurz mit Milo und sagen ihm, dass wir das gemacht haben. Nice, Bug. Das ist ja weg gerade am Arsch. Ah ja, war einfach komischer Bug. Naja. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Gut, dass Magdalene in seinem vorigen Zustand ist. Das war eine Überraschung für die Kinder. Guten Tag. Magdalene ist fast so weit und muss noch etwas erledigen. Es werden viele Kinder in die Hobbits kommen und die laufen mehr gerne über den Hof. Am liebsten haben sie gleichzeitig hier in die Vogelscheuchen, die auf dem Feld stehen. Diese hat schon noch keine Zeit, welche aufzustellen. Ihr findet die Vogelscheuchen hinter einem Bauernhaus im Osten. Wenn ihr damit auf dem Feld aufstellen könntet, werden die Kinder entzückt. Stell Vogelscheuchen auf den Feldern auf. Ich habe nicht neu gestartet. Ich weiß nicht, wie lange die Folge bis jetzt wurde. War. Ich glaube ungefähr 7 Minuten. Gut, egal.
Wie ist das Kinder, nette Befinden? Würde freuen. Die jagen ihnen nämlich einen kleinen Schreck ein. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nur zwischen stehen und jetzt möchte ich nur eine Sache erledigen. Ich bin das Marktgelände gelaufen und es sieht doch zwar toll aus, aber man könnte nur etwas verschönern. Ich würde dort gerne Blumen aufstellen, die verleihen der Veranstaltung auch Farbe, Glanz und Frohsinn. Ich glaube, dann wären die Vorbereitungen fertig. Mir sind ein paar Blumen auf dem Hof aufgefallen, die ich sehr gut auf dem Marktgelände machen würden. Sammeln sie ein, setzen sie in die Pflanzentöpfe. Aber seid vorsichtig, man kann nie wissen, dass aus dem Loch gekrabbelt kommt, wenn man eine Blume aus dem Boden reißt. Ich habe echt vergessen, wo man die am Wasser herbekommt. Ich hab's echt vergessen. Okay. Mal drüber und herlaufen. Sandfliegen hinterher fliegen. Wenn fliegen, nachfliegen, fliegen hinterher oder irgendwas ging das dort. So, jetzt haben wir es einmal. Gut. Ein wundervoller Tag. Kannst du mich grunzen von hier aus hören? Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Für deine Kühe, ich war so glücklich wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, wir hatten noch nie einen so dicken Matsch. Die werden sich lange daran erfreuen. Letzte Tiere, um die wir uns auf den Hof kümmern müssen, sind die Kühe. Die brauchen aber nur etwas zu futtern in ihren Trögen. Wir haben in letzter Zeit allerdings ein Problem mit dem Futter wegen der Spitzmäuse. Wenn ihr ein paar von diesen Mäusen verscheuchen könntet, wenn ihr das Futter holt und in die Tröge schüttet, werden wir alle nicht so weit, können den Markt öffnen. Come on.
Und die Dinge, weil mich nerven, gehen, ist auch kaputt. Guten Tag! Also für die Tür müssen wir noch füllen. Ein wundervoller Tag. Türen gefüllt, mit Kühe gefüttert. Hier sind alle bereit für den Markt. Darf ich euch einen Moment eurer Schau, Zeit stehlen? Wir sind wieder im Stall, die Schweine sind im Schlamm und die Kühe sind gefüttert. Ich behaupte mir mal, wir sind bereit für den Markt. Bitte sagt einfach nur dicker Bescheid, dass wir bereit sind. Okay. Tomatos werde ich übrigens auch bald mal gleich einlösen. Kriegen wir jetzt 700 Punkte. Brauchen nicht mehr so viel Verwandtschaft. Deswegen, ja. Man sollte erst die Rufe-Items dann holen, wenn es wirklich gar nicht mehr an Quests gibt. Aber ich wusste halt, dass hier für den Auland-Ruf auch noch hier oben was geht. Also wo man bis fahren muss, ist der Vergeblungen-Ruf. So, bevor wir die anderen Quests auch abgeben, reden wir erstmal ganz kurz mit Milo. Wir das gemacht haben. Wie ist das? Ich glaube, wir haben alle Arbeit und überlegen, jetzt können wir Besucher empfangen. Ihr da! Aufgabe erledigt. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich glaube, der Hof ist nun bereit für den Markt. Die Werkzeuge sind verstaut und kontiert. Die Vogel sind stehen, die Blumen sind gesetzt. Mir fällt mir gerade nicht ein. Sagt aber nur zu Dinge bitte, dass alle Aufgaben erledigt wurden. So, dann müssen wir nur noch zu. Hallo, unser Gumtree. Ah, du hast am Vortag meinen Zustand. Diese Arbeit hat den Wachen nur auf die lange Bank geschoben. Beeindruckend, wie schnell ihr sie erlegt habt. Ah, die sind soweit. Vielleicht schon ja mal ganz gut. So, jetzt müssen wir rüber, weil Sepp und Gamchi haben den anderen Hof. Bitte, hört mich doch wenigstens an! Des Bauern Fluch. Die Nordmauer ist ein gefährlicher Ort. Vor nicht ganz zwei Tagen sah ich einen Wolf direkt an der Grenze zu Havergut. Seit dem grausamen Winter habe ich es mit dergleichen gehört, und ich vermute, dass Hall euch ein paar seiner Geschichten von noch hundertigen Kreaturen erzählen kann. Nur mein Haferhof hat Probleme mit den Heuschrecken und der Grenze erwartet, dass ich sie verscheuche. Meine Aufgabe ist es, eine verirrte Kuh zu finden oder hier und da einen Fuchs zu verjagen. Ich denke, es könnte eher eure Sache sein, Schädlinge zu beseitigen. Von mir aus gesehen finde ich meine Felder schon Ost-Nordosten. Wenn ihr diese Heuschrecken von meiner Ernte verscheuchen könnt, erhaltet ihr ein paar Münzen von mir.
Halt aber schon nach anderen Dingen Ausschau, die auf meinen Feldern vielleicht nicht zu stimmen scheinen. Letztes Jahr sind ganz Hafergut, um wieder tote Tiere zu finden. Seit ich Schafe anbaue, muss ich bisher auch noch nie derart sorgen. Aber das Geschäft hat in letzter Zeit eine Wendung zum Guten genommen. Und mein Vater stets sagte, die beste Ernte kommt immer nur nach mit dem Regen. Finde ich Heuschrecken schwer, finde ich Heuschrecken Königin, findet alles aus der Postbankfällen nicht so stimmen scheint. Du meine Güte, könnt ihr mir behilflich sein? Falls ihr auf der Wanderschaft seid und einen ganzen Tag Zeit habt, würde ich um einen Gefallen bitten. Vor knapp 2 Wochen habe ich einen Brief von einem geschäftlichen Hobbit aus dem Westviertel bekommen. Diesen Brief teilte er mir mit, dass er eine große Menge Hafer benötigt. Das ist die größte Bestellung, die ich je gesehen habe. Seht, gefühlt mir die Sache nicht besonders, aber die Zeiten sind nun mal hart und ich kann dein Angebot nicht ablehnen, damit ich auf den Namen Dacker Beutel nicht allzu gut zu sprechen bin. Zumindest auf den Beutel-Teil darin. Diese Familie jetzt hat man sich wunderliche Geschichten. Falls ihr Zeit habt, könnt ihr gute Hilfe beim Sammeln des Hafers auf den Feldern östlich und nordöstlich von hier gebrauchen. Ich will ja selbst dorthin gehen, aber ein Insekt dort, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber eure Kleidung scheint mir doch eher für diese Aufgabe geeignet, so wie ihr für den Kampf gerüstet seid. So. So, das andere, was nicht zu stimmen scheint, ist übrigens da vorne. Ein Wolf. So, und diese Steine kennen wir ja. Aus den Nordhöhen. Grauen. In der Wolke. Also, grauen. Und es ist kein so Relikt im Auenland. In der Mitte des Feldes steht ein böse aussehendes Relikt, eine nicht von Hobbits errichtet. Ihr starrt das Relikt Aquinja an, das war ja nicht zu seinem Geheimnissen. Ich fühle euch irgendwie krank. Es scheint, als ob eine ungesunde Aura auf dem Relikt ausgeht. Sprecht mit Bungo Pur. Was ist hier geschehen? Was für ein Wissen, was hier geschehen ist, das werde ich euch ja sagen. Irgendjemand hat dieses schreckliche Ding in der Mitte meines preisgekrönten Pfeifenkrauterde platziert. Und das hat all meine Pflanzen zerstört. Ich bin ruiniert. Mein Verwirrter hat mit Sicherheit den ersten Preis, der ich festgewonnen ist. Und das ist alles fort. Das ist eine Katastrophe. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Naja, es ist zusticht, auch wenn ich meinen Verdacht habe. Seht ihr Adler Glockner da drüben? Ich glaube, er hat diese Dinge in der Nähe in mein Feld geworfen, um mein Pfeifen gerade aus dem Fettkampf zu kriegen. Er hat schon lange auf mich abgesehen, seit er bemerkt hat, wie richtig meine Pflanzen wachsen. Nun, jetzt sind sie alle weg, dank diesem Duckmäuse. Ihr meint, er hätte sich tragen können? Nun, er hat es vermutlich in einem roten Pferd geschleppt. Nein, ich sehe keine Spur am Boden, aber ich weiß einfach, dass er es war. Kann man ja, nicht einmal seine Ruhe sicher. Wir hatten davon gehört, aber ich wäre nicht sauer, wenn diese Dinge in der Mitte von Atrex Falkenkottfeld auftauchen würden. Das sage ich schon ganz offen. Kann man hier nicht einmal wisst seine was Ruhe das Ding hier ist? Wenn ihr so gewiss wisst, müsst ihr es mir sofort sagen. Ich werde so ein Ding hier nicht dulden. Wir sind ein ehrliches und anständiges Volk und haben es nicht verdient, so schreckliche Dinge ohne unser Wissen, unsere Zustimmung und unsere Hinterhöfe gestellt werden. Das meine ich wirklich. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? So, ich glaube, das ist... Warten wir das...
Ich glaube, das war hier irgendwo bei... Jene habe ich es nicht, da ist es. Wurde mitten auf Bungus Grobers Pfeifekopffeld platziert. Alle waren sind eingegangen, wodurch er bei mir fest nicht mehr gewinnen kann. Genau, drei gibt es noch. Überlegen hier. Im Moment gibt es eine Instanz, in den Norden gibt es eine Instanz von der Art. Ich glaube, vor Wochen gibt es noch ein Artefakt, das dritte. Aber wo 4 und 5 sind, weiß ich gar nicht. Gut. Oh, bitte! Ihr habt euch schon getötet und das ist gut. Dennoch mache ich mir große Sorgen mit der Wölfe, die euren Berichten nach Verfolgung meiner Felder ziehen. Mit Insekten, die meine Ernte fressen, kann man recht einfach fertig werden. Bei Wölfen auf meinem Land ist etwas ganz anderes. Du meine Güte! Heute einsammeln. Könnt ihr mir ganz angenehmer Gegner in der alten Geschichte, die Halgamisch immer erzählt. Die meisten Hobbits dagegen geben nicht viel auf das, was er sagt. Ich glaube, er hat in der Nacht zu viel unter den Sternen verbracht. Das könnte ihm anständigen Hobbit merkwürdig Scheiße spielen. Alles geht, habe ich auch etwas gebracht. Ihr sollt Teil von ihm berichten. Vielleicht weiß er das eine oder andere. Von den ganzen Monaten sucht er mich auf, erzählt, es war ein Riesenwolf und ich von Havergut. Ich könnte mal mit ihm sprechen. Meine Güte, was wollt ihr? Den Hafer, wunderbar. Ich werde diese beiden sofort nach Hobbingen schicken. Ich frage mich, wo uns wohl eine der große Menge an Hafer braucht. Ich denke, er hat nun genug, um eine große Menge einen Monat lang mit Brot zu versorgen, wo ich es bezweifeln lage, dass die Gäste zu ihm kommen. Aber ich denke mal nach, dass ich den anderen Leute angelegen habe. Meine Güte, was wollt ihr? Gut. Was benötigt ihr? Es kommen immer häufiger hier Schäden aus dem Norden hier. Sie scheinen wegen was wegzulaufen. Viele von ihnen sind so panisch, dass ich nicht mal einen Bogen spannen kann, bevor sie tief im Dickicht verschwinden. Es liegt an den Hirschen, dass die Wölfe bei dem Brand jemanden kommen. Er ist gehörig, sah ich einen großen Weißen, der die Hirschen in den Wäldern nördlich von hier belauerte. Eigentlich lieber weg, als er mich erblickt hatte. Ich habe versucht, die Wölfe zu jagen, aber sie sind intelligenter als meist andere Wild. Ich schätze, man muss erst den großen Wolf erwischen, um das Rudel zu zerstreuen. Wenn die Wölfe Hirsche jagen, vermute ich, dass ein Stück Hirschfleisch den großen Wolf verfolgen könnte. Eine Herde junger Kühe kräst Gras normalerweise in einer Obstplantage nördlich von Havergut. Wenn ihr Hirschfleisch wollt, solltet ihr euch ein Dorf versuchen. War es auch schon. Einen Moment. Hast du schon gefunden, Topras? Bitte wartet eine Minute. Falle aufstellen. Dies vielleicht wird seinen Zweck gut erfüllen. Dann müssen wir nur noch die Falle aufstellen. Wie ich den Leuten der Stadt schon sagte, ich habe es gut oben nordöstlich von hier gesehen. Wenn ihr der Stadt hinbegebt, solltet ihr einige jüngere Wölfe sehen. Wo die sind, kann die große Kreatur nicht weit sein. Der große Wolf wird sich vermutlich in einer Höhle oder einem Erdloch in der Nähe des Rudels verstecken. Jedenfalls heißt es von allen guten Geschichten, die man sich erzählt. Legt das Fleisch außerhalb seiner Höhle und aus und versucht, ihn herauszulocken. Verwendet aber eine Möglichkeit, nicht das ganze Fleisch als Köder. Ich hätte es gegen ein Stückchen Hirschbraten zum Mittag einzuwenden. Vernichtet Knochenreißen. So, hier mit dem Keiler. Komisch aus, wenn wir aufs App daraus sitzen, aber ich finde ihn trotzdem ganz cool. Eiber haben wir hier. Wo war das nochmal? Eiber-Experte, okay, ja, brauchen wir natürlich noch. Ich nehme es mal schnell mit. Sollte auch noch besser werden. Eben mal wieder unsere Tasche benutzen. So.
So, hier sind zwei Spinnen. Ihr seht, hier sind eine Menge Wölfe. Da ist der Fels. Das hat der Vorteil, wenn man hier nicht belangt wird, weil wir höheres Level haben. Es gibt hier sogar so einen Wolf im Auenland, okay. Kann ich euch irgendwie behilflich? Die Geschichte, das geben wird. Wölfe, die im Randwald durchqueren, von jemandem mit Heldenmut verjagt werden. Ich muss den alten Roland im Nachtschatten dazu bringen, für mich einen Brief an Vetter Sam zu schreiben und ihm davon zu berichten. Bitte wartet eine Minute. Schatz ist frei. Jetzt, wo der Wolf nicht mehr da ist, ist Schatz noch Nachtschatten frei. Das sind gute Neuigkeiten, in der viele Leute aus Nachtschatten kommen zum Markt hinunter. Ich bringe eine Glaswaren und tausche gegen unsere Ernte. Ihr sollt aber natürlich gerne am dortigen Hof Bescheid geben, wenn du bereits in die Straße frei ist. Jetzt ist alles in Ordnung und ich habe gute Sicherheit, sagt der. Das war der, der mich beschäftigt. Abgeschlossen Wanderer aus von Evendim. Jetzt ist Pilger von Evendim. Brauche 60 Aufgaben. Bei 30 haben wir jetzt schon erledigt. Der Punkt ist, und Dunkelerfahrungspunkte, Ruf erhöht, die wieder von Amnes. Punkt hat ihre Höchststufe erreicht, okay. Gut, ich kann nicht glauben, dass alles fertig vorbereitet ist. Ich war mir sicher, dass wir die Veranstaltung absagen müssten. Jetzt ist schon alles vorbereitet und dank eurer Hilfe sind wir auch noch vorzeitig fertig geworden. Gut, ja, es hat zum Outdate, ist Level 33 Quests. Brauchen wir nicht uns zu wundern. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Baumarkt ist eröffnet. Ihr habt mir sehr geholfen und dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich habe noch eine letzte Bitte an euch. Der Markt wird morgen eröffnet. Ich hatte gehofft, dass ihr die Straßen hoch nach Nacht lauft und Hobbits dort Bescheid gebt, dass der Markt dank unverwarteter und ausgestellter Hilfe dieses Jahr etwas früher eröffnet wird. Folgt aber der Straße nach Osten, dann kommt ihr schon bald nach Nachtschatten. Findet Hopp Hügelbrau und sagt ihm Bescheid. Ist immer noch hier. Gut. Gut, dann sind die Nachricht gut schon durch. Und das nächste ist dann Nachtschatten. Ich finde daraus auch, glaube ich, die Folge, denn schon lang genug. Reiten aber noch Nachtschatten durch. Haben wir unten schon beendet, dann sind wir das nächste hier oben. Bei Nachtschatten. Und dann geht es hier schon hoch. Und dann machen wir da ein paar Quests. Also wäre eine Statue, wo es dann auch eine Menge Quests gibt. Da unten ist Anemias. Da ist dann der See. Dann immer wieder Quests rund um den See herum, auf den zwei Inseln, auf der Insel hier im See auch.
Der hier oben auch, genau. Soweit kleinere Quest-Tabs. Und jetzt haben wir den ersten mit Harbergut schon beendet. Und ihr seht, hier gibt's Blitze. Die sind hier in dem Teil das Problem. Hier mit den Spinnen und Wölfen, die rumlaufen. So, Krimmer Dachsbau ist der Stellmeister. Seid gegrüßt! Konnexion und die feste Vorort. So, und ihr seht schon, hier gibt es Räuber. Glasbläserlage. Wie unhöflich. Ich freue mich sehr, dass der Markt offen wird, aber ich fürchte, wir schaffen uns nicht dorthin. Hier ist viel zu tun. Wir können nicht weg. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Nachtschattensnotlage. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Verlorener Hund. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Spinnen. Kann ich euch irgendwie helfen? Bitte wartet eine Minute. Okay, ich würde aber sagen, wir müssen jetzt ganz kurz nochmal die ganzen Matoms, die wir bis jetzt bekommen haben. Ja, damit sind wir gleich verwandt. Ja. Nice, haben wir geschafft. Verhalten wir gute Dinge. Ihr habt das Respekt näher der Matom-Gesellschaft erarbeitet. Jawohl. Touchpunkte. Und das sind wir auch beim Auenlandruf durch. Ist leider an meinem Charakter gebunden, sondern ich es verschenkt. Aber ja. Lieber Händler stehe, kann ich das eigentlich mal schnell verkaufen. Benötigt ihr etwas? Ja, dann verkaufen auch die Matoms. Gutes. Denn wir sind jetzt auch bei der Masterkraft-Verwandte. Das heißt, wir haben jetzt in dem Auland-Ruf Verwandte, am Nordhund-Ruf Verwandte und wir haben im Breland-Ruf. Fehlt uns noch der Elun-Ruf. Da brauchen wir noch eine Menge Sitzhorn-Halle und auch ein bisschen Watt bei den Eklein. Weil ich gar nicht weiß, warum wir da eigentlich nicht voll sind. Weil ich da auch keine Quests mehr wüsste, die dafür zählen. Aber ja. Bei denen werden wir irgendwann auch noch verwandter werden. Das wird schon. Und genau, im Portal sind jetzt auch schon Verbündete. Wir dürften hier, glaube ich, auch durch Rufgegenstände noch ein bisschen Boost bekommen. Ja, wie damit war es jetzt der neue Ruf in Evendim. Sehr gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge starten wir dann hier mit den Quests. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.